Hallo Leute, ich habe hier noch eine ganz besondere Kollektion für euch, und zwar eine Premium-Kollektion, die Paradox Rage oder Paradox Rage Premium-Kollektion. Es ist eine deutsche Kollektion, trotz des Titels. Man könnte meinen, ja, Paradox Rage vielleicht oder so. Deswegen vielleicht auch Paradox Rage. Mit einer überdimensionierten Karte von Furien Blitz EX und drei normal großen Promokarten, wobei ich glaube, befürchte, das sind einfach nur die EX-Karten aus den jeweiligen Sets. Windewoge EX, Furien Blitz EX, er hier, und Keilflamme EX. Aber was noch dabei ist, ist ein Kartenhalter. Ja, dann wieder die drei Promokarten, eine überdimensionierte Karte und sieben Booster. Und da bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was das für Booster-Packs sind. Wir gucken mal auf die Rückseite. Nutze urzeitliche Kräfte mit Pokémon EX aus der Vergangenheit. Drei Paradox-Pokémon erscheinen aus einer längst vergessenen Zeit. Bereit für epische Kämpfe jenseits aller Vorstellungskraft. Es hat etwas Vertrautes, diese drei zusammenzusehen. In dieser Premium-Kollektion erwarten dich die archaischen Attitüden von Windewoge, Furienblitz und Keilflamme als Pokémon EX sowie eine überdimensionale Version von Furienblitz EX zum Ausstellen. Außerdem hältst du sieben Boosterpacks des Pokémon-Sammelkartenspiels und einen magnetischen Kartenhalter mit Standfuß für drei Karten zum Schutz deiner Lieblingskarten. Ja. Und die Premium-Kollektion Paradox Rage des Pokémon-Sammelkartenspiels enthält drei Promokarten mit Windewoge EX, Furienblitz EX und Keilflamme EX, eine überdimensionale Promokarte mit Furienblitz EX, sieben Boosterpacks des Pokémon-Sammelkartenspiels, eine magnetische Kartenhalter für drei Karten, ein Standfuß für den magnetischen Kartenhalter und eine Codekarte für das Pokémon-Sammelkartenspiel live. Und wir machen das Ganze auf und gucken rein. Ich bin gespannt, was dieser Kartenhalter hat. Wir hatten ja schon mal einen mit vom Typ Feuer. Und ich weiß nicht, ist der jetzt einfach nur Typ Vergangenheit? Also kein Typ, sondern für Vergangenheits-Pokémon. Erst dachte ich, es wäre Elektro, aber wir haben ja hier Wasser, Feuer und Drache. Wir gucken mal, das ist dann der... Ah, der sieht diesmal auch ein bisschen anders aus. Der beim letzten Mal war ja durchsichtig. Der ist jetzt hier... erstens hat er hier noch so eine kleine Erhabenheit. Das war nicht vorher, glaube ich, vorher nicht so. Und der ist jetzt in so einem Rot-Braun gehalten. Mhm. Dann... Oh, guck einer an. Das ist nicht fest drinne. Hm, interessant. Ja, und wie vermutet, das sind keine Promokarten. Wir hätten hier aus TEF, also Temporal Forces, Gewalten der Zeit, Karte Nummer 50, das Windewoge. Dann Keilflamme, ebenfalls TEF, Temporal Forces, Karte Nummer 38. Und schließlich noch Furienblitz, ebenfalls Temporal Forces, Karte Nummer 123. Also drei Double Rares aus Gewalten der Zeit, wie man sie auch normal ziehen könnte. Hier haben wir noch die Codekarte. Dann ist, na, das ist hier noch die, das hängt da irgendwie, hängt das da fest? Da, deswegen hing das da auch. Weil normalerweise ist das hier noch hier dran. Hält die Karten, oh, aber, nee, das wird auch gar nicht mehr reingeklickt, das ist ganz locker drin. Okay, naja, von mir aus auch. Ja, das ist der Kartenhalter und der ist, es ist kein Typ. Moment, war der, oder war der letzte Dreier, war das auch ein Typen-Dings? Doch, ich glaube schon, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Ja, der ist jetzt so gelb-rötlicher Farbverlauf, also kein richtiger Typ von Pokémon-Karte, aber ja, da könnte man die drei dann zum Beispiel reintun und dann hier reinstecken und dadurch, dass hinten noch diese Erhebung ist, fällt es auch nicht um. Da kann man die Pokémon da drin schön präsentieren in diesem Halter. Dann haben wir das Furienblitz EX hier, Temporal Forces, die 123 noch als überdimensionierte Karte. Und dann natürlich noch die sieben Booster. Oh, guck mal hier eine. Guck mal eine an, direkt in der Mitte. Oh, da ist auch noch mal was drüber. Uiuiui. Interessant, interessant. Wir haben verlorener Ursprung aus Schwert und Schild ein Booster-Pack. Und dann... Es ist ja alles vertreten, oder? Nee, das ist keine Entwicklung in Paldea drin. Wir haben, wir machen es mal der Reihenfolge nach, Karmesin und Purpur Base Set. Dann fällt Entwicklung in Paldea fehlt. Wir haben Obsidian Flammen. Wir haben Paradox Rift. Wir haben Gewalten der Zeit. Wir haben zweimal Maskerade im Zwielicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, man hätte auch sagen können, okay, das hier. Und es gibt ja, Maskerade im Zwielicht ist ja die sechste Erweiterung. Hätte anstatt
einmal Maskerade natürlich weglassen können, hätte noch Entwicklung in Paldea reinpacken können, dann hätte man aus jedem Booster, aus jeder Erweiterung aus Karmesin und Purpur einen Booster gehabt. Oder man hätte halt verlorene Ursprung weggelassen, hätte das dann hier Entwicklung in Paldea und hätte dann trotzdem vom neuesten Set noch zwei Booster drin gehabt. Aber naja, wer weiß. Ich sag mal, wir machen es von neu nach alt auch. Wir gehen dann so durch. Fangen mit Maskerade im Zwielicht an und arbeiten uns dann durch bis verlorene Ursprung. So, dann das dann hier. So, und so, das Plastik. Kann man alles wieder zusammen machen und dann so in den Müll schmeißen. Sehr schön. Also, wir haben hier Furienblitze X und als große und dann hier Keilflamme EX. Vergangenheits-Pokémon, Basis-Pokémon, Typ Feuer, 230 KP. Hitzestoß für 60 Schaden und Feuerblitz für 260 Schaden. Dieses Pokémon kann Feuerblitz nicht wieder einsetzen, bis es die aktive Position verlässt. Windwoge X auf Vergangenheits-Pokémon, Typ Wasser, 220 KP. Mit der Fähigkeit Azurmeer, Schaden durch von diesem Pokémon eingesetzte Attacken wird durch Effekte auf dem aktiven Pokémon deines Gegners nicht verändert. Und Katharsis-Gebrüll für 120 plus Schaden. Wenn das aktive Pokémon deines Gegners von einem speziellen Zustand betroffen ist, fügt diese Attacke 120 Schadenspunkte mehr zu. Und last but not least ist Furienblitz EX, auch in Vergangenheits-Pokémon, 240 KP, Typ Drache, hat Berstender Brüller. Lege deine Handkarten auf deinen Ablagestapel und ziehe 6 Karten. Und Kläffender Donner für 70 Mal Schaden. Du kannst beliebig viele Basisenergien von deinem Pokémon auf deinem Ablagestapel legen. Diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 70 Schadenspunkte zu. Okidoki. Das also die drei Promokarten. Und die überdimensionierte Karte. Genau. Dann hier, wie gesagt, noch der Kartenhalter hier. Und dann haben wir das Herzstück des Ganzen. 7 Booster Packs. Und die werden wir jetzt alle 7 gemeinsam rippen. Los geht's mit Maskerade im Zwielicht. First Pack Magic. Ich bin gespannt. Gut, Karte geht auf die Seite. Dann Energiekarte, ich sage Psycho. Na, Elektro, schade. Und wir haben Praktibalk, Webarak, Isui Fukano, Quapsel, der Küchenchef, ein Delfinator, Nigiragi, dann haben wir Fulipurba auf dem ersten Reverse-Slot. Ein Lichtel auf dem zweiten Reverse-Slot und ein Cupidos auf dem Rare-Slot, also kein First-Pack-Magic, First-Pack-Bruch. Zweites Maskerade im Zwielicht-Booster. Was kriegen wir hier? Rotkarte wieder auf die Seite. Ich bleib bei Psycho-Energie, Wasser. Da hätten wir Abra. Schnäppke. Palimpalim. Panflam. Lumiflora, Boidaxo, Morpeko, dann ein Sirapfel auf dem ersten Reverse-Slot, ein Nasgnet auf dem zweiten Reverse-Slot und auf dem Rare-Slot kriegen wir ein Frostedje, aber auch keine Double Rare oder sowas, also auch hier Bruch. Dann fünfte Erweiterung, Gewalten der Zeit. Temporal Forces. So, Codekarte geht auf die Seite. Psychoenergie. Kampf. Wir werden nochmal recht haben irgendwann. Wir haben einen Hut. Tanhel. Furnifras. Klonkett. Die Energiekapsel aus der Vergangenheit. Ein Wolverock. Dann haben wir ein Enikoro. Dann erster Reverse-Slot, ein Monte Carbo. Zweiter Reverse-Slot, wieder kein Hit, ein Meryl. Aber der Rare-Slot bringt uns... nein, nur ein Relikant. Also auch Gewalten der Zeit, Bruch. Vierte Erweiterung, Paradox Rift. Vielleicht gönnt uns ja Paradox Rift mit einem Hit wenigstens eine Double Rare.
Fragezeichen. Codekarte wieder auf die Seite. Und wieder die Psychoenergie. Wieder Kampf, sag mal. So, ich klepp die Fuchs. Skorglar. Sensekt. Krokel. Absol. Vigicheetah. Norman. Dann auf dem ersten Reverse-Slot ein Toxel. Auf dem zweiten Reverse-Slot ein Schlickdar. Und was sagt der Rare-Slot? Ein Chongjian. Also auch hier Bruch. Dritte Erweiterung, Obsidian-Flammen. Kann das Glurak was retten? Kriegen wir jetzt noch einen Hit? Wir werden es sehen. Aber erstmal schieben wir die Codekarte auf die Seite und nehmen die Psychoenergie nach vorne. Wiederkampf, sag mal, gibt's da. Gladiantri. Wenn ich am nächsten Mal als Kampf sage, ist es E-Psycho. Fatalité. Blip. Kamau. Voluminas. Oder Voluminas. Geradax. Panzereron. Dann ein Hunduster auf dem ersten Reverse-Slot. Ein Lumispross auf dem zweiten Reverse-Slot. Und die gute Sagaria auf dem Rare-Slot. Eieieiei. Also bisher hat kein Booster gegönnt. Karmesin und Purpur Base-Set. Letzte Chance auf einen Hit aus Karmesin und Purpur. Also aus dem gesamten Zyklus. Und hier wieder die Codekarte. Und Psycho. Ne, jetzt ist es Finsternis. Ein Karpador. Magnetilo. Alter, hängen die aneinander. Energieumschalter. Knatox. Famieps. Lokroko. Florges. Dann haben wir ein Flatutu auf dem ersten Reverse-Slot. Ein Hefel auf dem zweiten Reverse-Slot. Kommen wir jetzt wenigstens. Das Gyarados EX fehlt mir noch als einzige Karte von den Double Rares. Und wir kriegen, nein, ein Miraidon, nur eine Rare-Karte. Alter, also komplett 6 Booster, Karmesin und Purpur haben nichts gegönnt. Jetzt liegt alles aber bei Schwert und Schild hier. Verlorene Ursprung. Kriegen wir wenigstens hier jetzt einen verfluchten Hit raus. Kann doch nicht wahr sein. Also komm, da muss doch jetzt irgendwas drinne sein. Ja, wir haben eine weiße Codekarte schon gespoilert. Wobei ich festgestellt habe, das hat nichts zu heißen. Es gibt wohl Karmesin und Purpur Base Set Reprints. Ich glaube zumindest, dass es Reprints sind. Weil da ist auch immer eine weiße Codekarte drin, egal ob ein Hit ist oder nicht. 1, 2, 3, 4 Karten nach vorne. Beziehungsweise 3 Karten nach vorne. Und das ist die Codekarte. Und zwar die Energiekarte, das war die Psychoenergie. Metall. Mann! Nicht einmal richtig geraten. Distmar. Bronzong. Akromas Experiment. Hisui Fukano. Schlurp. Schneckmack. Pipi. Griffel. Kommt jetzt schon die Reverse-Karte. Haben wir jetzt vielleicht einen Hit? Dann gehen wir hier komplett Bruch. Ja, es sind noch 2 Karten. Und nein, nochmal Griffel back-to-back als Reverse. Und auf dem Rare-Slot weiße Codekarte ein Ariados. Also ernsthaft, die Box war voll für ein Popo. Ich sage jetzt nicht das Wort mit A, aber genau dafür war die Box voll für ein Bobs. 7 Booster Packs und nicht ein einziger Hit. Ja, selbst hier nicht mal eine Holo Rare. Das ist, oder auch eine Trainer Gallery. Es ist nichts, absolut gar nichts drin gewesen. 7-mal Bruch. Das ist echt eine herbe Enttäuschung. Oh Mann. Und dann haben wir ja nicht mal irgendwie Promokarten. Und es sind ja nicht mal irgendwelche Galaxy-Vollkarten. Es sind ja die EX-Karten, wie ich sie auch in Gewalten der Zeit ziehen kann oder auch schon gezogen habe.
Ja, das Einzige, was speziell ist, ist die Furienblitz-EX-Karte in überdimensionaler Größe und der Kartenhalter hier. Aber dafür war die Box viel zu teuer. Viel zu teuer. Oh Mann. Zum Glück habe ich die nur einmal gekauft. Ich werde es mir auch kein weiteres Mal mehr kaufen. Viel zu groß die Gefahr, dass vielleicht wieder 7-mal Bruch drin ist. Schade, Schokolade. Ja, schreibt noch eure Meinung zu dieser Kollektion in die Kommentare. Hattet ihr mehr Glück als ich? Ja, weniger geht ja eigentlich nicht, weil noch weniger als gar kein Hit gibt es ja nicht. Also, es ist ja... Ja gut, jetzt können wir vielleicht noch gucken. Naja, vielleicht sind ja, man hier jetzt nicht, aber von den anderen, von den Reverses auch irgendwo Rares dabei. Hier haben wir 2 Kamen-Karten. Okay, so viel dazu. Kamen. Oha. Kamen und Kamen. Ach du Schande. Kamen. Oh, immerhin eine an Kamen. Kamen. Ankamen. Kamen. Ankamen. Also auch nicht, auch da nicht mal eine Rare bei den Reverse-Karten. Also es ist, ich glaube echt, schlimmer geht's nimmer. Das ist, glaube ich, wirklich das absolut Schlimmste, was man haben kann in so einer 7 Booster-Pack-Kollektion. Alter Schwede. Gibt's ja nicht. Naja, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ich sage trotzdem vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet das Video einigermaßen ertragen. Ist schon bitter, keinen einzigen Hit drin zu haben. Deswegen, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeibleiben, auch jetzt diese über 15 Minuten lang. Freut mich echt. Ich hoffe, ihr habt soweit geguckt. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video mit hoffentlich auch mehr Pack-Luck dann. Ich würde mich freuen. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.